Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei unseren Bibern in Timberborn. Das hier ist die Wasserkurve, so wie wir sie derzeit kennen. Also unsere zweite Siedlung mit der Statue des großen Bibers hier vorne. Ja. Und dahinter unser Tempel und hier vorne irgendwann, wenn es dann soweit ist. Ach, hier sehen wir, sind die Plattformen schon gebaut worden. Unser Hochhaus, was hier irgendwann fertiggestellt werden wird. Warum auch immer. Ah, jetzt sehen wir es. Die neue Wohnanlage, die dann früher oder später in die Produktion geht. Hier muss ich jetzt mal ganz kurz rein und festlegen, was denn gemacht werden soll. Ja, Brote und Weizen. Und dann kann das losgehen. Hier vorne kommt noch so ein kleiner Wasserverteilungsturm hin. Hat bestimmt einen anderen Namen. Da, Bewässerungsturm, so heißt es. Während hier das große Lagerhaus noch hingebaut werden wird, sobald die zwei fehlenden Planken oder drei fehlenden Planken dabei sind. Ja, und in der letzten Folge habe ich mir etwas Besonderes überlegt, nämlich das hier. Das neue Dammbauprojekt. Lass mal gucken. Ja, wenn ich das ausblende, sieht man es trotzdem noch. Das hier wird unser Damm. Denn wenn wir hier einen Damm hinbauen, der ja nicht wie ist nicht ganz richtig. Wenn wir hier einen Deich hinbauen, das ist die richtige Bezeichnung, meine ich, versus des Dammes. Der Damm lässt nämlich immer noch Wasser durch. Der Deich nicht. Wenn der Deich dann dementsprechend fertiggestellt ist, dürfte mindestens auf dieser Höhe oder bis zu dieser Höhe das Wasser gestaut werden. So, jetzt muss man mal schauen, ob das vielleicht noch nicht hoch genug ist. Ja, könnte mir vorstellen, dass ich hier vielleicht noch eine Ebene nach oben muss, um dann das Wasser hier in diesem Bereich fluten zu können. Und um das Wasser in diesem Bereich fluten zu können. Aber hier könnten wir theoretisch auch unseren Sprengstoff bemühen und das Ganze wegsprengen. Ja, und das andere Projekt, um hier Wasser reinzukriegen, sehen wir hier vorne. Das heißt, ich habe vor, hier in dem Bereich Wasserpumpen hinzubauen, die großen Wasserpumpen. Dann kommt da auch noch eine dicke, fette Mühle oder zwei hin. Weil die Wasserpumpe groß 700 Energie braucht, wenn mich nicht alles täuscht. Und 400, müssen wir schon zwei große Mühlen bauen. Wird uns also ein bisschen Zeit kosten und in Anspruch nehmen. Ja, und dann wird hier oben drüber das Wasser geleitet und hier in diesen Tümpelsee, wie auch immer, gebracht werden. Und von dort aus könnte man, wenn es denn funktioniert, das Ganze weiterleiten bis hier vorne hin und über den Mittellandkanal dafür sorgen, dass auch dieser Bereich der Karte bewässert wird und dass wir dort dementsprechend eine neue Siedlung aufbauen können. Ja, das ist erstmal grob der Plan. Ambitioniert wird uns einiges an Zeit kosten, deswegen lasse ich das auch jetzt ein bisschen schneller durchlaufen, damit wir vom Progress insgesamt mehr sehen. Ja, und die letzte Dürre hat ja dafür gesorgt, dass wir einige Vorräte, vor allem Wasser, verloren haben, was mich dann dazu gebracht hat, zu gucken, warum diese beiden Wasserreservoirs nicht fertiggestellt wurden. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass ich leider vergessen habe, hier die Getriebe rüber liefern zu lassen. Ja, aber das haben wir dann geändert und dementsprechend ist das jetzt alles gar kein Problem mehr. Ja, jetzt muss ich parallel mal einen Schluck Kaffee aus der nehmen. Ist nämlich noch früher Morgen und ich nutze die Gelegenheit gerade einfach mal, um ein wenig spielen zu können.
Ja, und das habe ich mir gedacht. Diese Baustelle ist zu weit entfernt. Was ist damit? Verfügt nicht über alle erforderlichen Materialien. Ja, das wird dann nach und nach kommen. Wir haben ja derzeit einige Projekte, die hier noch zu bestücken sind. Hier sehen wir vor allem auch, dass unsere Bäume, die gerade gepflanzt wurden, auch gleich wieder abgeholzt werden. Und hier könnten wir jetzt mal damit anfangen, den Förster Biber wieder damit zu beauftragen, dass er die Bäume aufforstet. Ja, unser Schwimmbad selber, da fehlen auch noch einige Planken. Unsere beiden Sägewerke, die wir hier haben, ja gut, nachts wird halt nicht gearbeitet, ne? Produzieren aber trotzdem fleißig das, was sie produzieren sollen. So ist zumindest meine Hoffnung. Ja, und einen Weg habe ich tatsächlich bis hier vorne gebaut. Ne? Also, die dürften da auch rankommen. Nach und nach. Ne? Ja gut, dass sie da oben nicht rankommen, ist wieder das andere. Aber eigentlich dürften die da rankommen. So, wir können den Weg natürlich auch noch hier lang ziehen. Ja, dann läuft das. Ja, und das, was in den letzten... Das sieht auch niedlich aus. Das, was in den letzten Updates passiert ist, ist ja auch, dass wir hier ein aquatisches Bauernhaus noch mit dazu bekommen haben. Genauso wie, ich meine, ich habe es hier vorne schon irgendwo hingebaut. Oder wir sind dabei, es zu bauen. Die Zapferhütte. Habe ich aber erstmal pausiert, weil viele andere Projekte gerade noch laufen. Na, und ich ja irgendwann gelernt habe, auch ein bisschen zu priorisieren. Ja, und diese Kleinigkeiten hier, die sind, glaube ich, auch Gold wert. Das ist nämlich so ein kleiner Schrein, den wir überall mal hingestellt haben. Sorgt dafür, dass in einem kleinen Bereich hier unsere Biber zwischendurch mal beten können. Was, glaube ich, auch gar nicht so schlecht ist. Ja, und auch hier müssen wir nochmal reingucken. In dem Bereich, wir haben 0 arbeitslose Biber. Während wir hier drüben auch noch 0 haben. Das ist doch super, weil vor ein, zwei Folgen waren hier noch 11 Arbeitslose. Ja, aber das zeigt doch, dass das dann dementsprechend besser ist. Bauarbeiterunterkunft, ja, die haben wir hier und die kommen da auch hoffentlich hin. Jetzt könnte man überlegen, hier vielleicht noch eine Treppe runterzubauen. Dann haben die das auch ein bisschen kürzer, um dann hier vorne hinzukommen. Aber es dauert trotzdem insgesamt noch sehr lange, bis das hier irgendwann mal angegangen wird. Und wie lösen wir das? Wir priorisieren. Gut, und da habe ich ja gelernt, gibt es ja auch das Ding hier. Priorität sehr hoch. Und schon geht's los. Ja, man muss nur die Spielmechanik anwenden. Dafür gibt's sie ja. Aber dafür muss man auch dran denken, dass es die gibt. Ne? Ja, das Spiel bietet wirklich einiges an Möglichkeiten. Das darf man nicht außer Acht lassen. Austoben kann man sich hier schon und ich bin wirklich sehr gespannt, wie es aussieht, wenn hier die Stromschnellen fertig sind. Ja, der Damm fängt jetzt an oder wird jetzt hier langsam gebaut. Der erste Teil des Damms ist da. Nahrung haben wir eigentlich genug, wenn ich das hier so richtig sehe. Ich gucke nochmal rein. Jo, auch hier in dem Bereich haben wir genug Nahrung. Wie sieht es hier drüben aus? Auch da haben wir genug Nahrung. Sollte also nicht das Problem sein. Verhungern sollte keiner. So, und jetzt haben wir auch genügend Forschungspunkte.
ich mache mal trotzdem ein bisschen langsamer wieder, um die mechanische Wasserpumpe freizuschalten. Kostet 5000. Und so wäre das eigentlich machbar. Die Frage ist jetzt, warum nicht? Warum kann ich sie nicht bauen? Ja, das ist die Frage. Warum kann ich die nicht bauen? Weil die hier ist einfach zu weit entfernt vom Boden. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, wir machen das, was wir eigentlich mal gesagt haben. Wir ziehen die Wasserpumpen hier rüber und bringen sie da rein. Aber eigentlich war doch jetzt die Idee, diese mechanische Wasserpumpe. Ah, pumpt Wasser auf der einen Seite nach oben und führt es an der anderen Seite wieder ab. Ah. Okay, also müssten wir jetzt hier eigentlich eine Art von Gerüst bauen. Das könnte man mal überlegen. Metallplattform. So, und jetzt müsste man mal schauen, ob man das hier oben drauf setzen kann. Ja. Kann man. Jetzt muss ich aber trotzdem näher ran, weil sonst sehe ich das nicht. So. So würde es funktionieren. Ja, und vielleicht wäre es dann cool, wenn man das einfach ein weiter nach rechts setzen. Dann sieht das auch nicht ganz so blöd aus, wenn unser Freibad, Schwimmbad hier fertig ist. Ah, ja, genau. Das wollten wir noch entfernen und einen Weg dahin bauen. So, und jetzt sind wir beim Wasser und können hier. Oh, es kommt wieder eine Dürre. Ich werde verrückt. So, das ist jetzt das Spannende. Pumpt es auf der anderen Seite wieder. Ja, das würde dann aber bedeuten, dass es hier runterlaufen würde. Und das wollen wir wiederum nicht. Ja, und da oben drauf kann ich jetzt leider keinen Deich setzen, ne? Ja. Also muss ich jetzt hier wieder
Das ist ein bisschen ärgerlich tatsächlich, dass ich auf diese Art von Konstrukten keinen Deich setzen kann. Dann müsste man das so bauen. Und dann könnte das eventuell funktionieren. Dann ist nur die Frage, wie kommen da unsere arbeitenden Biber hin? Und wo schließen wir die Mühlen an? Weil wir brauchen noch Strom dann zum Schluss, ne? So, unser Freizeitbad ist auch eröffnet. Das ist doch schon mal schön. Bin ich mal gespannt, wann da die ersten Biber anfangen zum Planschen. Und ja, hier gucken wir mal, wie es jetzt ausschaut mit dem Deich an sich. Den können wir da wieder rausnehmen. Muss jetzt nicht weiter da arbeiten. Kann also auch hierfür eingesetzt werden. Ja, und was Beeren angeht, aha, da kommt er nicht ran. Ist aber vermutlich auch nicht so schlimm. Ja, müssen wir gucken. Möglicherweise müssen wir hier noch eine Treppe runterbauen, dass dann dort rangekommen wird. Da müssten wir aber auch erst noch eine Treppe raufbauen, ne? Damit die da auch hinkommen. Mal so. Einmal so. Jo, so könnte das passen. Müssen wir hier natürlich noch einen Weg mit einzeichnen. Sonst wird das nichts. Oh, dann sieht das doch eigentlich nicht so verkehrt aus. Meine Herren, haben wir viele Biber, ey. Nicht zu fassen. Ja, und auch für die bräuchten wir eigentlich noch weitere von den Reservoirs. Muss da einer drin arbeiten? Nee, ne? Gucken wir uns das nochmal an. Da, großer Wassertank. Kann man auch hier so hinstellen, ne? Da müssen wir nur den Weg verbinden. Das können wir proaktiv schon mal machen. Ja, und hier bin ich wirklich gespannt. Also, oh, nicht abstürzen. Das war jetzt das automatische Speichern. Da bin ich sehr gespannt, wie das ausschaut. Wenn wir das hier aufstauen werden. Ob wir uns dann selber ins eigene Fleisch schneiden. Weil ich meine, irgendwann ist halt Schluss mit Wasser, ne? Deswegen die Idee hier den Tank zu bauen, um in einer weiteren Dürre, die ja in 1,6 Tagen kommt. Bin ich gespannt, wie lange die diesmal geht. Letzten zweimal war ja 9 Tage. Um das Wasser dann hier zu speichern und auch abpumpen zu können. Ah, unsere Getreidefelder blühen, sind quasi fertig. Jetzt müssen sie nur noch abgeerntet werden.
Ja, von den Reservoirs her sieht das ja eigentlich nicht ganz verkehrt aus. Ja, wenn man keinen Platz hat, dann muss man sich Platz schaffen, ähnlich wie unsere holländischen Nachbarn das ja machen. Und das Wasser kann ja unten durchfließen. Das sollte ja dann also nicht das große Problem bzw. die große Herausforderung sein. Ja, 1,2 Tage. Ich bin gespannt. Ja, mit dem hier, da müssen wir noch nicht ganz so schnell vorankommen. Das hier ist spannend und interessant. Zu weit von Bauarbeitern entfernt, ja. Mal gucken, ob das gleich auch noch der Fall ist. So, die Lager sind voll, mal wieder. Aber hier hinten das große Lagerhaus dürfte jetzt auch fertig sein. Ja. Bücher wollen wir da nicht einlagen. Lagern. So. Kastanien haben wir nicht. Sprengstoffe haben wir 40 eingelagert. Wow, ist auch fast voll. Wir produzieren zu viele Waren. Oder können wir theoretisch nur einfach mal ein bisschen rumsprengen hier, ne? Je mehr Boden da ist, also das möchte ich gerne auch nochmal ausprobieren. Ob wir hier nicht einfach mal noch ein Loch in die Mitte sprengen können. Wäre in jedem Fall mal spannend. Können wir das nämlich noch vertiefen? Ja, und die Überleitung hier rüber würde dann bedingen, dass wir oben drüber noch den Weg ziehen müssten. Weil ja leider der Damm nicht auf diese Art von normalen Stelzenkonstrukten passt. So, jetzt kommen sie aber auch ran. Baufortschritt läuft soweit. Fehlen noch ein paar Holzscheite. Aber wird. Aber wir sehen, die Bäume, die wir alle bereits gefällt haben, sind schon wieder abgeerntet. Ja, und hier vorne stelle ich gerade fest, ist unser fleißiger Förster gar nicht am Rumforsten. Vermutlich, weil wir ihn pausiert haben. Also, muss da jetzt erstmal wieder ein Arbeiter rein. Um dafür zu sorgen, dass hier aufgeforstet wird. Na, können wir den hier zum Beispiel pausieren? Weil ohne Bäume brauchen wir auch keinen Holzfäller. Zane. Ja, Zane. Da legt er gleich los hier unten. Erster Baum wird gepflanzt. Ja, das dauert jetzt natürlich ein bisschen.
Aber Sprengstoff dürfte man mittlerweile echt viel haben, ja. 110 Sprengstoff. Da können wir richtig was bauen. Ja, zu weit entfernt. Okay, da fehlt noch die Verbindungsstelle. So, jetzt geht's doch. Ja, und dann bin ich gespannt. Dürre hat begonnen. 6 Tage. Okay, das sollte eigentlich keine Herausforderung sein. Das sollte eigentlich keine Herausforderung sein. Guck dir das an. So viele dicke, fette Kartoffeln. Hier vorne könnten wir vielleicht noch mal ein paar von den Büschen pflanzen. Haben wir ja eigentlich. Aber da fehlt der Förster, um es aufzuforsten. Offensichtlich. Ist nur eine Vermutung, aber scheint so. Und da ist er, unser Sprengstoff. So, jetzt bin ich gespannt. Aha! Also, das funktioniert schon mal. Wir können auch tiefer. Und warum sollten wir das nicht tun, wenn wir das können? Ne? Warum sollten wir das nicht tun, wenn wir das denn können? So, da hätten wir noch. Die Bäume können noch gefällt werden. Da kann er ran. Wenn einer verfügbar ist. Ja, und es sind natürlich einige an Sprengmitteln, die wir hier brauchen würden. Ja, wir können ja mal gucken. Vielleicht gibt es ja dann auch so eine Art von Kettenreaktion. Guck mal, da kommen sie alle an mit dem Sprengstoff in der Hand. Ja, das geht auch ratzfatz, ne? Aber dafür haben wir auch unsere Trägerorganisation hier mit 10 Trägern. Und wenn ich das jetzt auslöse, fliegt er dann in die Luft? Ist er dann tot? Wollen wir natürlich nicht ausprobieren. So, da sind die ersten Ladungen doch schon da. Vier, sechs, acht, zehn. Ja, 10 Träger. 10 Ladungen. Würde mich interessieren, wie tief man denn hier kommt. Tja, und je mehr ich Wasser ganz vorne wegnehme, desto weniger Wasser kommt hinten natürlich an, ne? Weil der Fluss an sich ja nicht mehr Wasser produziert. Was natürlich ganz geil wäre, wäre, wenn wir es schaffen würden, oder wenn die Entwickler das mit einbauen würden, ein Wasser, also Kraftwerk. Ne? Ich baue einen Damm und ähnlich wie bei uns, im normalen Leben könnte man per Wasserkraftwerk dafür sorgen, dass alles in die Luft fliegt. Kann ich das jetzt... Nee, man kann es immer noch nicht... Ah, guck dir das an. Geil. So, da muss ich aber noch mal ein bisschen langsamer machen. Sprengen. Ja, schön. Das sieht doch super aus. Wir müssen nur noch herausfinden, ob das hier zum Schluss funktioniert. Oder ob es eine Schnapsidee ist. Aber es
sieht ja eigentlich schon mal nicht verkehrt aus. So, wie sieht es denn hier aus? Wir warten darauf, dass gebaut wird. Hier wird noch weiterhin gepumpt. Ja, und auch hier können wir natürlich noch mal ein paar von diesen Stelzen aufbauen. Um da ein weiteres von den Reservoiren draufzubauen. AKA großer Wassertank. Könnten wir auch so machen. Und dann bauen wir da noch ein paar Stelzen hin. Eine weitere Stelzenladung, Struktur, wie auch immer. So. Und dann stellen wir doch da noch ein Reservoir drauf. Und verbinden die schon mal mit den dementsprechenden Wegen. Wobei es da mehr Sinn machen würde, hier tatsächlich noch eine Pumpstation eher hinzubauen. Ja, das macht deutlich mehr Sinn. Und dann machen wir das so. Und dann sind alle happy und zufrieden. Genau. Prima. Herausragend. So könnte man es machen. Ja, und wie das weitergeht mit dem hier und dem hier, das sehen wir in der nächsten Folge, denn 30 Minuten sind schon wieder rum. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir wie immer gern einen Daumen nach oben da. Natürlich auch eure Kommentare. Es wird noch nicht ganz so viel geschaut hier, Timberborn. Aber diejenigen von euch, die es gucken, können natürlich gerne einen Kommentar dalassen. Jo, und wenn ihr noch mehr davon sehen wollt und kein Abo habt, dann drückt auch gerne auf den Abo-Knopf. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao und bye, bye.